Platz 1 und jetzt ein etwas besseres Paar, zumindest waren sie nach dem Passe Doble auf dem 15. Rang gelegen, Chantal Lefebvre und Michel Brunet aus Kanada. Stehen seit 4 Jahren zusammen auf dem Eis. Sie können es vielleicht sehen, die Kanadier vertreten eher das andere Extrem. Von ihnen wird der Tango-Romantiker sehr weich und sanft interpretiert. Da allerdings, muss ich sagen, fehlt mir doch der eine oder andere Akzent in den Bewegungen. Das Mittelmaß ist hier gefragt. Ja, spektakulär das Ende, aber Henrik, das zählt so deutlich ja nicht mehr. Das ist eine Akzentuierung. Richtig. Die Regeln wurden insofern geändert, dass jetzt die Anfangsschritte, die ersten 8 Takte mit in die Bewertung mit einfließen müssen. Das war früher anders. Das Ende allerdings nach wie vor nicht. Es gibt natürlich, gehört zu dem Gesamteindruck, der sicherlich im Unterbewusstsein auch in die Wertung einfließen wird. Und deshalb findet das Ende eigentlich immer direkt vor den Augen der Kampfrichter statt. Das ist bei jedem Paar gleich. Das liegt auch daran, dass meistens der letzte Schritt des Tanzes eben vor den Augen der Preisrichter absolviert werden muss. Ja. Bei den Kanadiern Lefebvre Brunet muss man allerdings sagen, dass sie zielsicher über jede der geforderten Synkopen weggelaufen sind. Das heißt, im Timing in der B-Note müsste es eigentlich eine tiefere Note geben als in der A-Note. Das ist seltsamerweise bei den Preisrichtern nicht üblich. Also normalerweise ist immer die zweite Note höher. Hier wäre es ein guter Grund, das mal zu ändern. Ich denke, das wird aber nicht passieren. Da hast du nicht viel Vertrauen in die Preisrichter. Ja, das ist ein Punkt, den ich gar nicht so richtig verstehe, weil es ist nun mal, die erste Note ist für die Technik und die zweite Note für Ausdruck und Timing, und das Timing war hier einfach schlecht, war falsch. Und da müsste man ja auch dann irgendwo mal das in den Wertungen widerspiegeln, dass man die zweite Note tiefer legt. Tiefer legt. Ja, sie gehen auf jeden Fall trotz allem in Führung, in welcher Art auch immer. Das geht ja auch in Ordnung. Wenn man jetzt vielleicht in der B-Note noch eine Zehntel da abziehen würde, dann würde ich das auch verstehen. Aber das wird nicht passieren. Ja, Volltreffer, Henrik. Volltreffer. Komisch. Also der erste Platz, keine Frage, der geht in Ordnung. Die waren ausgereifter und sicherer als die Geschwister Hugentobler. Aber es kommt einfach darauf an, warum sagt man denn, dass die erste Note für die Technik und die zweite Note fürs Timing ist, wenn man einfach quer durch den Garten wertet. Ja, wir machen eine kurze Pause, liebe Zuschauer. Dann geht es weiter mit der nächsten Gruppe und dem ersten russischen Paar.